Ja, sehe ich Potenziale bei hochschulübergreifenden Kooperationen. Ich komme ja gerade aus dem Workshop zum Verbundprojekt Bridge der Universität Duisburg-Essen und Hochschulen Rhein-Waal, Ruhr-West und Niederrhein, in der es genau um dieses Thema ging. Und von allen Anwesenden habe ich eine echte Offenheit für Kooperationen, auch standortübergreifend, erlebt, sodass ich da große Potenziale sehe. Also es gab viele Ideen, aber auch natürlich kritische Ideen zur Verstetigung von solchen Kooperationen, denen wir da im Projekt nachgehen müssen. Von der Politik wünsche ich mir, dass auch die Erprobung von solchen neuen Formaten oder solchen neuen Verbünden weiterhin gefördert und begleitet wird und dass es auch immer wieder solche Formate für den Austausch gibt, um darüber zu reden, was sind denn jetzt eigentlich die Ergebnisse, was sind auch Hindernisse oder was hat nicht funktioniert, damit man wieder gegenseitig, also voneinander lernen kann. Und diese Offenheit, diese offene Kultur in der E-Learning-Szene, die es aber auch schon seit Jahren so, ja, so offen und helfend gibt, dass das weitergeführt wird.